Moin, herzlich willkommen zurück in der deutschen Ford-Szene. Ja, meine Salzarbeiter und Pulitzer-Zuschauer, denn diese Folge kommt auf beiden Kanälen tatsächlich. Und damit hallo an Pulitzer, moin. Guten Tag. Naja, moin. Guten Abend, sagen wir mal guten Abend. Ja, bei uns, ich komme aus dem Norden, da sagt man immer moin. Stimmt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ne? Ja. Warte mal, wollen wir Sieb spielen oder einen anderen Commander? Mir ist das wurscht, also ich spiele normalerweise... Okay. Mittlerweile eher irgendwie Hurricane oder so, aber ich bin da voll offen. Ja, dann Hurricane, auf geht's. Ja, wir wollten heute so ein bisschen über High Seas und das neue DLC quatschen und wie wir das Ganze denn so finden. Ja, war mir auch tatsächlich ein Anliegen, weil so in unserem kurzen Vorgespräch habe ich das nämlich auch schon durchblicken lassen. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Bin nicht so komplett. Die Stimmung habe ich in der Community auch schon so ein bisschen aufgenommen. Okay. Also nicht viele sind. Also ich glaube, viele haben so ein ähnliches Gefühl wie du. Hm. Aber begründe doch mal, was. Sorry. Kurz noch vorweg, wenn ich ab und zu mal huste, ich versuche mich schnellstmöglich vom Mikro wegzudrehen, aber ich bin ein bisschen erkältet. Bitte nicht böse sein. Es ist nicht balanced. Und zwar mehrere Dinge, meiner Meinung nach. Einmal sind es vor allem die Waffen, die neuen Waffen. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie viel Skill man selber hat. Also wenn man wirklich auf einem hohen Skill-Level spielt, kann man das gut ausgleichen. Aber ich bin ja auch eher mittlerweile so ein Casual-Spieler. Meine Hochzeiten sind definitiv vorbei. Und ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und ich möchte die neuen Waffen benutzen. Und das Spiel legt mir da tatsächlich mittlerweile, also das DLC, Entschuldigung, nicht das Spiel an sich, legt mir da so ein paar Stolpersteine in den Weg. Weil die Kanonen sind im Prinzip nicht das Problem, sondern alles andere. Weil man muss einfach sagen, Flak oder generell Luftabwehr ist in dem DLC viel zu mächtig. Das ist mein Hauptproblem, weil alles kannst du innerhalb von einer Sekunde, dadurch, dass die Maps so groß sind, also das spielt halt alles so zusammen, dadurch, dass die Maps so groß sind, holst du innerhalb von einer Sekunde alles vom Himmel, was dir entgegenkommen könnte. Und das ist tatsächlich mein Hauptproblem und das vermute ich tatsächlich auch das Problem von anderen Usern. Könnte ich mir vorstellen. Du siehst tatsächlich die Anti-Air als so stark spielbehindernd, dass am Ende kein Damage-Wechsel stattfindet, genau. Sondern man versucht sich halt zu beschießen, aber man beschießt sich nicht wirklich. Also man kann es tatsächlich ein bisschen durch Overpressure lösen, quasi. Also ich habe das auch schon, keine Ahnung, bei Armadillo und sowas gesehen, wenn du dann irgendwie 5 oder 6 wie heißt's, Türme, also Geschütztürme baust. Mhm. Easy, dann kommst du durch. Ja. Aber wenn du einfach mal zum Beispiel, ich arbeite gerne mit den Flugzeugen und mit dem Orbital Laser. Und die sind fast unmöglich zu verwenden momentan. Ja, nee, alleine auf keinen Fall. Also das Problem bei den Flugzeugen, du schießt 5, 6 Flugzeuge und davon kommt vielleicht eins mit Glück durch. Genau. Und da musst du erstmal wieder Flugzeuge nachbauen. Das dauert so unfassbar lange. Ja. Und da meine ich halt auch das, was gebalanced ist. Die Munition, Balance-Problem. Die Munition dauert so lange zum Nachbauen und ist teilweise zu teuer für das, was sie dann tut. Also zum Beispiel die Orbital Laser. Der ist geil, wenn der trifft, ist häufig auch mal Schicht im Schacht. Aber Richtig, ja. Die Munition dauert wirklich zu lange zum Bauen. Nur, dass sie dann innerhalb von einer halben Sekunde abgeschossen wird, wenn ich sie auf einer breiten Map, so wie hier zum Beispiel, rüberfeuern möchte. Okay. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht im Spiel. aber das ist momentan das, was mich so ein bisschen stört. Ich habe keine Flak gebaut, fällt mir wieder auf. Hätte ich mal lieber gemacht, ne? Ich beschwere mich über Luftabwehr und dann baue ich keine. Ja. Clever. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich dachte so, die wird doch gleich bestimmt anfangen, uns hier zu beschießen, die KI. Aber ich meine, das ist ja bestimmt ein Eindruck, den dann auch andere Spieler noch haben. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Also,
Gut, ich habe natürlich mit Seras habe ich natürlich auch schon mal drüber gesprochen. Der ist da sehr ähnlicher Meinung. Aber. Ach, guck mal, jetzt greife ich auf einmal dich an. Aber. Was? Der hat sich komischerweise sehr gut damit arrangieren können. Das liegt allerdings auch ein bisschen an seinem Spielstil teilweise. Es ist nicht. Also, das Problem ist, das DLC, ich glaube, das fördert meinen Spielstil nicht. Okay, ja. Ups, shit, falsche Taste. Entschuldigung. Aufnahme aus Versehen abgemacht, Nee, ausgemacht. Commander angeschaltet. Oder Ach so, warst du ja. das? Nicht, nee, ich glaube Nee, nicht. das war ich, ne? Ja, aber sei es drum. Also, mir macht das mega viel Spaß. Ich finde die Waffen an sich super cool. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass man sie nicht so ganz geil einsetzen kann. Ja, Also, gerade die okay. Flugzeuge. Ich bin ein Riesenfan von Flugzeugträgern. Auch im Real Life, weil, ey, guck dir diese Dinger an, die sind normalerweise riesig. Das sind schwimmende Städte. Und du kannst sie hier halt gar nicht so geil benutzen. Ja, man sieht's. Es kommt nicht Ne? viel durch. Also, Selbst die KI ich hätte sie jetzt kriegt natürlich das spammen abgewehrt. können. Also, ich habe jetzt extra mal langsam hintereinander weggemacht. Ich hätte sie spammen können, dann wäre auch was durchgekommen. Das geht natürlich. Aber es braucht mehr Bums. Und das Bums, beziehungsweise eigentlich bräuchte es gar nicht mehr Bums. Vielleicht zum Beispiel kleinere Maps oder sowas. Das würde ja auch schon helfen. Aber da habe ich bei uns auf dem Discord oft gelesen, also da arbeiten sie ja dran, dass es auch kleinere Maps gibt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil dann wird auch dieses. Hier die A10s zum Beispiel, die sind eigentlich ziemlich nutzlos, wenn man ehrlich ist, weil die sehr, sehr wenig Schaden machen. Und dann wären die halt auch wieder geil. Weil dann kommen die halt auch mal an. Aber was ich. Ja. Sorry, letzter Satz dazu. Ja. Aber was ich geil finde, ich bin ein großer Fan von der FLAG im Spiel. Und die ist endlich mal nützlich. Weil. Findest du, die war vorher nicht nützlich? Nicht so richtig. Also ich habe mich tatsächlich irgendwann eher auf MG-Schützen ja, spezialisiert. Und tatsächlich finde ich die jetzt richtig gut geworden, die FLAG. Also die ist jetzt wirklich nützlich. Zu nützlich vielleicht ein bisschen, aber. Ja gut, also meine Meinung bei der FLAG ist, die war schon immer geil. Also gerade so auch so um Mörser auszuschalten, ne? Gerade Klar, ja. wenn man jetzt 1v1 rankt oder sowas betrachtet. Also da hatte sie auf jeden Fall ihren Sinn. Gerade auch gegen Nukes, die in Schwarmraketen getarnt sind. Da sind die Geräte sehr stark gewesen. Stimmt, ja. Ich finde sie jetzt in High Seas tatsächlich sogar schwächer als sonst, Echt? weil sie immer alle sofort losschießen, ne? War bei Stimmt, mir ja. gerade der Fall. Ja, Drei hast Stück recht. haben geschossen und ich habe eine richtig schöne Bombersalve gerade kassiert, weil keine Anti-Air mehr da war. Außer mein Blubberblasengerät, das aber nicht den Winkel hatte. Kann ich so hochbauen? Geht das für dich? Ja, Gut. dürfte eigentlich gehen. Lol. Hast du da gerade Vorschaden drin? Ja, mein MG ist Ach so. abgeprallt an der Tür und ist nach hinten. Shit. War nicht schlecht. Ja, also diesen Punkt, ich kann das gut nachvollziehen, dass das sich für dich so anfühlt, dass für das abgeschossen wird. Das ging mir am Anfang auch so. Ja. Dachte ich auch so, ja, da kommt ja nie was durch. Später irgendwann, wenn man lernt, sage ich mal, seine Waffen so gut einzusetzen, dass die versetzt kommen und die Anti-Air, ne, wie eben gebaitet wird, wenn der Gegner nur Flachs hat, na, dann kann das auch ganz schnell nach hinten für ihn ausgehen. Das hab ich ja vorhin auch gemeint. Also es kann natürlich einfach sein, ich spiele jetzt auch nicht so mega viel in letzter Zeit, dass ich es einfach noch nicht komplett durchstiegen bin. Also Genau, das. da spreche ich dir deutlich mehr Kompetenz zu, als ich mir. Lol, geil. Das wusste ich nicht, dass das geht. Was denn? Die beiden Flugzeuge sind aneinander geklatscht. Echt? Ach, Ja. die vom Gegner? Eins und eins vom Gegner. Ja. Ja, das. Wusstest du, dass wenn du ein Flugzeug anzündest mit einem Feuerstrahl zum Beispiel, dass das dann abstürzt? Nee. Das wusste ich auch nicht. Musste ich Okay. schmerzhaft in der Runde gegen Asgar herausfinden.
der das als aktive Verteidigung eingesetzt, den Feuerstrahl und keine Schnitte. Okay, nice. Ja, aber das ist tatsächlich auch, und das habe ich mit Seras auch so ein bisschen ausprobiert, also man kann tatsächlich mit dem Feuerlaser sehr gut verteidigen generell. Also auch gegen die Projektile und so ein Kram. Tatsächlich? Inwiefern? Also, auch, also ich meine jetzt zum Beispiel von der Flak, oder so, weil das so, ist. Ja, das ist nämlich die Möglichkeit, wie du zum Beispiel deinen Orbital Laser eigentlich ganz gut durchbringen kannst. Ja. Einer auf deckt quasi unten ab mit einem Feuerlaser und der andere schießt quasi das Projektil vom Orbital Laser oben drüber. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, aber da muss man sich halt sehr gut abstimmen. Ach komm. Aua. Ja, ja, gut, also. Gut, dann baue ich jetzt keine Flugzeuge mehr. Dann werde ich jetzt. Verdammt. Bau mal ein bisschen mehr Anti-Air. Wenn das irgendwie möglich sein wird hier. So. Ja, okay, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, deine Punkte. Aber also mir macht es aber generell wieder mehr Spaß, die ganze Forzen, sag ich mal. Weil es einfach ein bisschen frische Sachen reinbringt. Also auch. Richtig, ja. Ich spiele ja immer mal auch mit meiner Community irgendwie. Ich streame ja donnerstags. Und dann spielen halt immer mal ein paar Leute mit und man merkt schon, die Leute probieren dann halt auch mal irgendwie entweder neue Sachen aus oder sie versuchen alte Techniken von früher quasi zu adaptieren und jetzt wieder neu reinzubringen und so. Das finde ich schon ganz cool. Weil ich hatte halt, das hatten wir ja glaube ich in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, ich habe aus Forts zwar insgesamt so ein bisschen die Luft in der Community auch raus. Und das ist jetzt halt wieder da und das finde ich mega gut und das sieht man halt auch an den Aufrufzahlen von meinen Videos A und B auch an den Anzahl an Lobbys im Browser. Ja, nee, das stimmt. Weil man kann jetzt auch einfach mal wieder abends sich hinsetzen, wenn man wirklich mal einfach nur schnell eine Runde spielen will. Einfach mal Lobby auf, rein, bumm, fertig. Das ging wirklich eine ganze Zeit lang nicht. Da hast du dann irgendwie in der Lobby 10 Minuten gewartet, bis dann sich der Host irgendwann mal entschieden hat, ja, jetzt können wir eigentlich mal anfangen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen wieder gegeben. Das ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr cool. Ja, mein Problem mit High Seas, oder ja doch, ist schon ein Problem, ist, dass ich bin ja dann doch oftmals mit sehr guten Spielern unterwegs. Oder gerade auch zu der Zeit, wo High Seas noch nicht draußen war, aber wir schon Lobbys eröffnen durften. Ja. Da sind oftmals auch sehr starke Spieler mal gejoint, um das schon mal so auszutesten. Und ja, die haben sehr schnell Wege gefunden, High Seas oder das High Seas Erlebnis kaputt zu machen. Echt? Okay. Ja. Wie hat sich das geäußert? Naja, die haben dann halt sowas wie Geizhals Cannon Rush oder sowas gespielt. Oder Scattershot 20mm mit Aktive. Ja. So Meta-Strategien. Ja. Und das war natürlich auf die eine oder andere Weise Spiel. Und du hattest dann halt mit den High-Seas-Waffen absolut keine Chance. Richtig. Also da tatsächlich, ich spiele ja eher selten mit Randoms. Also wie gesagt, meistens dann halt schon irgendwie mit meiner Community. Und da sagen wir dann halt auch immer, bitte Leute, konzentriert euch doch auf die High-Seas-Waffen. Ja, nein, das muss man, finde ich. Weil sonst macht das irgendwie nicht so viel Bock. Richtig. Und das machen sie auch meistens. Und das, dann ist es geil. Dann macht's Spaß. Auf jeden Fall. Also wenn du sagst, ich bin dann irgendwann da zurück übergegangen, quasi Waffen, das kannst du ja durch Mods auszuschalten. Ja. Beziehungsweise gibt ja auch Werkseinstellungen dafür. Dann hat es wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Ach, ich kann ja mit meiner Kanone schießen. Oh oh. Also High Seas an sich ist eine mega runde Sache, aber es passt noch nicht zu den sonstigen Inhalten in Forts. Nee, das denke ich leider auch. Also
das muss man wirklich getrennt voneinander betrachten. Und ich stelle mich hier gerade an wie der letzte Mensch, ey. Nicht mein Tag heute. Ist ja gut. Ja, aber ich denke, das wird sich noch geben. Also ich hoffe halt, dass die Entwickler vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen was balancen. Mhm. Das wäre wichtig. Gleich die Munitionskosten für den Orbital Laser oder die, wenn du eine High Seas Lobby aufmachst, dass die Flak-Schussgeschwindigkeit ein bisschen runtergesetzt wird noch. Sollte irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwie, dass die Waffen auch nutzbar sind, außer der Geschützturm. Das fände ich cool, aber sehr schön. Der hat gezündet. Da hast du es gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da habe ich halt versucht, quasi mit der Deckgun erstmal die Anti-Air auszuschalten oder beziehungsweise zu triggern. Ja. Das ist aber eine gute Idee. Genau. Und ja, da muss ich halt einfach sagen, wie gesagt, da bin ich einfach. Ich bin momentan ein bisschen raus aus der ganzen. Ich spiele nicht ernsthaft genug. Dadurch, dass wir halt immer so viel ausprobieren, komme ich auch gar nicht dazu, mir quasi wieder einen normalen Spielstil anzueignen. Wir können ja, wenn du Lust hast, wenn du da noch keine Erfahrung mitgemacht hast, können wir werden ja wahrscheinlich noch eine zweite Runde jetzt spielen gleich. Mhm. Dass wir einfach mal so eine Mod-Runde basteln. Oh ja, sehr gerne. Ich bin bei Mods echt unerfahren. Ja, das ist tatsächlich, das ist meine Stärke, nenn ich's mal. Ja. Das hat halt angefangen, als Forz halt so nachgelassen hat, community-technisch. Da haben wir dann halt angefangen, ja gut, dann gucken wir uns halt alles mögliche an Mods an. Wumms. Und da sind schon ein paar Perlen dabei. Also. Ja, das stimmt. Also Aska hat mir da tatsächlich auch. Oh, okay, nice. Damit habe ich nicht gerechnet. Hab mir da mal eine Liste tatsächlich zusammengestellt und das ist eine ellenlange Liste mit wahrscheinlich super tollen Mods, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, wirklich viele davon anzupacken. Ja, es gibt halt wirklich so abgefahrenen Scheiß. Also, ja, stimmt. Und ich find's halt immer geil, wenn die Leute selbst Assets quasi anlegen. Also zum Beispiel die 0437er Mods, die sind der Hammer. Okay, sagt mir schon wieder gar nichts. Sind witzig, sind aber auch total over the top. So, und jetzt packe ich dir mal eine rein. Wir müssen es gar nicht so komplett auf links drehen, das Spiel. Wir machen nur eine rein, ich muss nur kurz finden. Mhm. Genau, wir spielen jetzt All Projectiles Act Like Flak. Allerdings in der Funny Edition, also da gibt es zwei von. Oder, okay. Ja doch, wir machen es in der Funny Edition. Nur da schon mal der Hinweis, alles wird sehr viel teurer werden. Okay. Und im Prinzip musst du es so vorstellen, alle Geschosse sind halt wie ein Flakgeschoss. Sie platzen auf. Und, regnet dann auf den Gegner. Und das haben wir, Seras und ich, noch nicht ausprobiert, diese Mod. Und ich hoffe, dass sich die sehr ähnlich verhalten werden, wie es früher bei anderen Waffen war. Falls das sein sollte, kann es sein, ich weiß nicht, ob du einen guten PC hast, und das ist jetzt kein Spaß, kann es sein, dass dein PC, also zumindest dann das Spiel abstürzt. Okay. Weil alles wie eine Flak ist. Auch eine Flak acted wie eine Flak. Und zwar jedes einzelne Projektil davon. Alles klar, also es wird intensiv. Es wird wild auf jeden Fall. Wahrscheinlich, wenn es funktioniert. Ich weiß es nicht, ob die neuen Waffen damit funktionieren sollten, aber. Gut, dann starte ich mal in die nächste Runde. Ja. Ja, bin ich sehr gespannt. Es kann sein, dass jetzt nochmal. Oh, nee. Nee, das war die optimierte Version. Ja, stimmt. So, du kannst ja. Schieß einfach mal mit deinem MG schützen. Einfach mal nach vorne ballern. Dann siehst du, was passiert. Ui. Und das machen alle Waffen normalerweise. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle Waffen machen. Ich baue jetzt nämlich doch nochmal eine Flugzeugstartrampe. Und ich bin gespannt, was passiert. Es gibt so abgefahrenen Krimskrams mit Mods. Das ist. Da ist Forz echt cool, was da alles möglich ist. Wenn sie
wenn sie noch zusätzlich einen geilen, wie heißt, Map-Editor hätten, dann wäre das so schön. Aber der Map-Editor ist so rüppel. Weiß nicht, hast du den schon mal? Auch noch nie reingeguckt. Das ist auch noch so eine Baustelle, die ich irgendwann mal angehen will. Hast du nichts verpasst? Jedes Mal, wenn ich mir irgendwie eine neue Map runterlade, bin ich unfassbar erstaunt, was die Leute für einen geilen Scheiß da raushauen. Weil der wirklich nicht gut ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Tool. Hast du den offiziellen Map-Making-Contest verfolgt? Zufällig? Nee, den habe ich wieder verpasst. Boah, da hat jemand eine Map gebastelt, ne? Das kannst du mir nicht vorstellen. Du kannst da auf, weiß nicht, so wie bei Strong and Crusader Extreme oder so, falls ihr das Spiel was sagt, hast du oben rechts eine Leiste, wo du auf Knöpfe drücken kannst, die dann quasi zum Beispiel eine 20mm Artillerie triggern oder so. Okay. Und der hat das halt so umgesetzt, dass außerhalb des sichtbaren Map-Bereichs 20mm sitzen und die dann einfach losschießen in dem Winkel, dass das gegnerische Fort trifft. Oh, schick. Das hat mich sehr geflasht, muss ich sagen. Da muss ich mal reingucken. Sowas, diese ganzen größeren Turniere, da muss ich sagen, die verpasse ich leider immer. Da bin ich zu unaufmerksam, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Aber da muss ich mal reingucken. Weil, also wenn das, ich kann es mir jetzt nicht so hundertprozentig vorstellen, was du gesagt hast, aber das wird schon interessant werden, weil, wie gesagt, also ich kenne das Tool. Ich habe versucht, mit dem Map-Editor zu arbeiten. Und das ist wirklich schlimm. Und deswegen vermute ich, dass der Kollege das vielleicht extern gemacht hat. Also nicht im Tool selbst, sondern sich... Das kann ich nicht beantworten. Also man kann es ja auch skripten, theoretisch, aber das könnte ich mir vorstellen. So, ich baue jetzt mal eine ganz wilde Phalanx von allem Möglichen, was da ist. Okay. Einfach nur mal gucken, was passiert. Aber dadurch, dass diese Funny Beams Mod schon funktioniert hat, glaube ich tatsächlich, dass die hier auch gehen wird. Weil die funktioniert sehr ähnlich. Zack. Ja, aber ansonsten bin ich mit High Seas eigentlich rundum zufrieden. Die Kampagne ist sehr cool, auch wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, weiterzuspielen, leider. Ich habe die jetzt auch angefangen und wir hatten einen netten Schwierigkeitsgrad. Mhm. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, wobei mir jetzt schon jemand in die Kommentare geschrieben hat, das wird noch deutlich schwerer. Finde ich cool, kann ich mitarbeiten. Und da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ja. Muss allerdings auch gestehen, ich habe die anderen Kampagnen nicht gespielt. Kann ich sehr empfehlen. Also sind echt solide Kampagnen. Gut, die erste ist ein bisschen so zum Anlernen gedacht. Ja. Da ist es dann am Anfang ein bisschen sehr entspannt. Aber die hat auch eine gute letzte Mission. Okay. Und die davor sind auch schon gut. Kurzer Hinweis noch zu dieser Mod. Mhm. Du musst einen Arsch voll Speicher bauen. Also damit ich meine Flugzeuge abschießen kann, ich brauche jetzt schon pro Schuss 10.000 Energie. Also. Oh, krass. Jawohl, Speicher sind gebaut. Ich glaube, die KI hat das mit. Ich würde jetzt auch gerne extra Storages bauen. Zweimal hintereinander nämlich ein Flugzeug abschießen und es wäre sonst zu wenig Storage. So. Kurz aufladen lassen. Weil, warte mal, wie viel brauche ich? 10.000? Na, ich habe 21.000 Speicher, das ist zu wenig, aber ich kriege hier nicht noch mehr unter. Wie viel hast du denn schon? Gut, das Fort ist ein bisschen kleiner, ja, stimmt. So. Ich bin der einzige. Eine Bombe eigentlich. Also, wenn er mich ordentlich trifft, ist er relativ schnell durch die Nummer. Dann gibt eine ordentliche Kettenreaktion. Aber jetzt kann ich drei Flugzeuge hintereinander abschießen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Bomben funktionieren von dem Flugzeug, weil da habe ich noch ein bisschen Bedenken. Jetzt mal so ein Deckgeschütz fertig gebaut. Mal gucken. Ich kann es nicht schießen, okay. Wie viel würde es mich kosten? Wo kann ich das sehen? Achtung, Flugzeug kommt, ich bin gespannt. Okay, die brauchen doch. Lol.
Ja, da ist das zuerst angesprochene Problem. Ja gut, das ist jetzt natürlich potenziert, ne? Ja. Bitte, komm, schieß! Das hat sie nicht rausgekriegt. Scheiße. Also eine Deckgun braucht bei mir gerade auch 15.000, um geschossen zu werden. So, mal gucken. Oh! Okay, dann, ich glaube, wenn du das Ding über dem Gegner abfeuerst, dann ist das durch. Du siehst, also du siehst ja, wie bei den normalen Flaks ist da auch so ein zweiter Ring drumrum. Beim Ja, richtig, richtig, Zielen. richtig, ja. Die musst du, darauf musst du halt gucken, dass du die ordentlich positionierst. Stimmt. Ja, das ist mit dem Deckgeschütz ein bisschen verbuggt, sage ich mal. Der ist ja nicht so ganz ausgeprägt, sondern nur so ein Oh, Halbkreis. tatsächlich, ja. Sehe ich auch gerade. Ja gut, das ist die Verlängerung. Das ist die Verlängerung Ist richtig, richtig. vom Winkelkonus. Genau. Also, ja, komm. Ich schieße einfach auch mal. Was passiert. Oh Ja. So viel dazu. Allerdings, ich glaube, wir haben tatsächlich das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, weil die. Er hat ein Schild oben drauf, das hat nicht getriggert. Oh, jetzt. Oh, du hast einen Orbital-Laser. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich den schießen soll, weil ich kann ihn ja, wenn ich den mit Vollschmackes schieße, dann habe ich den Konus zwar, dass er da hinten irgendwo beim Schiff sich. Ich würde es trotzdem ausprobieren, wenn du den Ja, ich probiere es. Vollschmackes schießt. Weil ich glaube, dass er sich dann Ach, natürlich. Oh. Wie heißt es? Beim Aufschlag teilen wird, weil das hat es bei mir eben auch gemacht. Ja, ist leider nicht durchgekommen. Wie unerwartet. So, dann halt nochmal die Decke. Ah, die braucht halt so viel Energie. Bisschen weiter Ja, geschossen. das ist jetzt alles ein bisschen sehr, sehr teuer. Ah, okay. Ne, da fliegt sie ein bisschen zu weit. Jetzt können wir noch. Wenn dieser Radius verschwindet, dann splittet sich das Projektil gar nicht auf, kann das sein? Beim Einschlag. Oder beim Das, Einschlag dann, ja. ja. Gut, aber wenn du nicht triffst, dann ist doof. Dann passiert da nichts. Bei Schwarmraketen muss ich das jetzt nochmal ausprobieren. Ich glaube, das funktioniert. Stelle ich mir auch sehr, sehr wild vor. Jetzt mal noch einen Howitzer dafür, aber irgendwie der Gegner macht auch nichts. Also ich glaube, die Mod versteht er nicht. Ich würde sagen, er hat nicht genug Batterien geplaced, Ja. um zu schießen. Er ist in seinem Genau. Skript nicht drin. Und deswegen baut er auch keine neue Batterie. So, jetzt Doppelläufige. Oh, Doppelläufige kostet schon 25.000 zum Abschießen. Na gut, brauche ich mal eine Dreifache. Oh, kostet 35.000 zum Abschießen. Ein Glück, dass ich gerade ein bisschen was freigeräumt habe. So, ich probiere es nochmal mit dem Laser. Bin gespannt. Ein Flakschuss, also das finde ich ein bisschen dreist. Genau, weil, also die Flak funktioniert natürlich wie sonst auch immer, aber die Projektile, die dann nach dem Zerplatzen rauskommen, die sind ja selbst nochmal so Projektile. Ach, stimmt. Ja, okay, ja, gut. Da liegt jetzt vielleicht am Mod. Da hast du recht. So, Jetzt bin ich Schwarmraketen. gespannt. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie funktionieren ähnlich. Und nochmal so ein. Oh, sorry. Ja, passiert, passiert. Oh. Ja. Ja, finde er nicht so gut. Finde er Krass. nicht so gut, der Gegner. So, mal gucken, was jetzt passiert gleich. Es könnte jetzt ziemlich doll Bumm machen. Oh ja. Das wird schmerzhaft. Entschuldigung. Alles gut. Mega geil am Mod. Ja, die ist witzig. Die gibt es auch als Shotgun. Everything is a shotgun. Everything acts like a shotgun. Selbes Prinzip, nur dass es halt keine Flak-Projektile sind, sondern Shotgun-Projektile. Ja,
Krass. Die können wir mal wann anders ausprobieren. Ja, sehr gerne. Aber gut, lass uns noch mal kurz das Resümee ziehen. Also ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass High Seas ziemlich cool ist. Ja, auf jeden Fall. Aber Das ist ein mega rundes Ding. wir haben beide noch ein paar, ich sag mal, Problemchen mit. Ich vielleicht ein bisschen mehr als du, weil du, glaube ich, einfach viel besser im Spiel bist als ich. Deswegen, du kannst so manche Sachen, wo ich ein Problem mit habe, ausgleichen. Wahrscheinlich, ja. Und ich meine, das ist ja auch das Problem, das die Entwickler haben. Sie müssen es ja für jedermann irgendwie versuchen zu balancen. Ja. Und wenn gute Spieler es zu spielerisch haben, quasi die Waffen durchzubringen, dann kriegen Leute, die das Spiel gerade vielleicht durch das DLC erst für sich entdecken, halt unfassbar schnell auf den Sack, zu Deutsch gesagt. Und Glaube ich auch. dann verlieren sie den Spielspaß und das ist auch nicht so geil. Das glaube ich tatsächlich auch. Aber wird, glaube ich, ein bisschen. Also ich hoffe halt, wenn ich jetzt die Kampagne weiterspiele, dass ich dann einfach ein bisschen mehr reinkomme. Auch was die Waffen angeht und sowas. Weil da, sagen wir mal ehrlich, ich würde vermuten, die erste Hälfte von der neuen Kampagne ist halt auch wieder eher so ein größeres, längeres Tutorial. Du kriegst in jeder Runde kriegst eine neue Waffe eingeführt und so. Und mehr ist es ja eigentlich nicht. Deswegen, ich hoffe, dass dann hinten raus quasi in der Kampagne quasi all das, also das ist ja gutes Spieldesign oder wäre gutes Spieldesign, weil wenn all das, was sie uns beibringen, dann quasi auch abgerufen wird, mal und zwar im vollen Umfang. Das hoffe ich. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Wie weit bist du? Kurze letzte Frage. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich bin nicht weiter als die zweite Mission. Oh, Ich okay. habe echt noch nicht viel. Ich weiß, ich bin mir halt noch nicht sicher, Ei. ob ich das für mich selber nur spielen möchte oder halt auch aufnehmen. Ja. Deswegen, Ich die kann Entscheidung sagen, habe ich noch nicht also, getroffen. ich finde es cool. Die ist nicht, wie gesagt, momentan noch nicht schwer, aber ist cool. Ich kann es nur empfehlen. Und ich werde dann zuschauen, wird das auch gefallen. Ja, gut, okay. Dann nehmen wir das doch mit. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleines Resümee zu Forts High Seas, dem neuen DLC. Ich würde auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen. Also, das macht sehr viel Spaß zu Wie spielen, keine viel Frage. kostet es irgendwie 12 € oder so? Nee. 8 Euro, Ach, glaube ich. stimmt, die war Ist es noch billiger. im Angebot? Ansonsten kostet es 8,19 Euro. Also, zurzeit Ja. kostet es 8,19 Euro und ich glaube, es ist nicht mehr im Angebot. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das war die ersten 2 Wochen. Genau. Von daher finde ich ein absolut fairer Preis. Ja. Wir haben Spaß Auf mit. jeden Fall. Genau. Ja, in diesem Sinne. Ich überlasse dir den letzten Wort, den letzten Satz. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren, und schaut mal bei Salzwerk vorbei. Ich habe natürlich wieder die Links in der Videobeschreibung, Twitch-Kanal und YouTube-Kanal. Und wir sind gespannt. Vielleicht kann ich dich ja ein bisschen mal in die Mod-Welt einführen bei Gelegenheit, wenn ihr da Ja, Bock sehr drauf gerne. habt. Und mehr von Salzi und mir gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig? Von uns zusammen, sagen wir mal, von uns zusammen sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.